Trainer, dein erstes Spiel nach der Rückkehr, ja. Was ist dein Statement zu dem Punktegewinn? Ja, genau so, gut gesagt. Ich finde, dass wir haben uns wirklich, wir haben Austria gut analysiert und haben uns nach meiner Meinung, nach unseren Problemen, was wir hätten durch die Woche, durch die Verletzungen und Besetzung von den Abwehrpositionen, müssen wir eine Systemumstellung machen, dass wir auch mit dem zwei Flügelspieler in eine 3-5-2-System gespielt haben. Das war nur möglich aufgrund dessen, dass war keine Außenverteidiger gesund. Aber trotz dieser Schwierigkeiten und all dieser Probleme, finde ich, Mannschaft war gut organisiert, außen bei Standards. Aber wenn wir sehen, auch wie das Spiel angefangen hat, haben wir erste Torchance richtig gut rausgespielt. Und dann kommt Eckball. Und nach dem Eckball haben wir uns wirklich, ich weiß nicht, ob das dieser psychologische Moment ist oder dass man sich erinnert an die Spiele zuvor und Gegentore aus, nach dem Standards. Und dann waren wir verunsichert. Diese Phase konnte Austria ein oder andere Tor schießen. Aber wir haben uns dann wieder gefangen, sind wir gut in Organisation gekommen. Und dann haben wir wieder unsere Plan, was wir wollten, auch durchgespielt. Und diese Situation kommt nicht so von ungefähr. Das war auch, haben wir auch trainiert oder gearbeitet, genau auf den Punkt mit Max. Was die Austrianer zweite Halbzeit auch das gesehen haben, da haben die auch umgestellt, da haben die in Sandwich genommen, 2-1, das war schwierig. Und dann hat Austria wieder nach Standards in Führung gegangen, wo wir dann auch andere Umstellungen gemacht haben, auch was um die taktische geht. Dann haben wir auch System verändert und haben ja versucht, auch mit zwei Spitze und Raute in Mitte auch wieder Druck auszuüben, was sich auch gelohnt hat, wo wir auch 2-3 Abschlüsse hätten, auch am Ende. Und irgendwie, dann machen wir diese 2-2. Ja, für einer kann glücklich sein, aber ich bin auch sehr, sehr glücklich über Mannschaft, dass die auch Mentalität und Charakter gezeigt haben, in diesem schwierigen Moment noch einmal zurückzukommen. Und diese Glaube an sich, dass die das können, weil in letzter Zeit waren die sehr viele immer negative Schlagzeilen um die Mannschaft und negative Stimmung, aber jetzt versuchen wir auch mal, das einige Sachen positiv zu sehen. Und ich finde, das ist heute ein kleiner Schritt in die richtige Richtung. Danke, Trainer. Gibt es Fragen nach dieser sehr ausführlichen Analyse? Nee, ich habe versucht, Ihnen das Leben zu erleichtern. Das habe ich gleich alles komplette Spiel analysiert und ich hoffe, Sie sind zufrieden mit meiner Analyse. Bitte. Welche Dinge sehen Sie heute schon positiv und wo sehen Sie noch den größten Steigerungsbedarf? Ja, wir haben, wie gesagt, über außen haben wir ein bisschen Probleme. Ne? Wir brauchen auch gewisse Schnelligkeit in die Tiefe für das Umschaltspiel. Ich habe gesehen, später, zweite Halbzeit, ist der Keko reingekommen. Das ist ein junge, dynamische Mann, was nicht mal ein Monat hier ist und da muss sich noch anpassen, muss noch viel mit ihm geredet, muss viel taktisch mit ihm üben und deswegen heute war eine kleine Schritte. Ich freue mich auch vor ihm, wo er eingewechselt wurde, hat frischer Wind gebracht. Aber brauchen wir noch Spieler so mit diesem Profil. Ja, für die Bundesliga. Bundesliga ist stark, Bundesliga ist sehr gut besetzt und wenn man sieht die Top-Mannschaften, man muss sich immer an Top-Mannschaft orientieren, dann sieht man auch welche Spielerpotenzial und Kader die haben, ja, da muss man auch mit diesen Mannschaften klarkommen. Und ich sehe, Austria ist für mich eine Spitzenmannschaft. Und wenn ich sehe, die Pichler, ne, das ist Bonci, ja, das sind die schon Raketen vorne. Da musst du erstmal gegen die verteidigen und auch zurechtkommen. Das ist brutal schwer. Deswegen war heute auch Gedanke, dass wir mit Dreierkette spielen, ja, oder Fünferkette besser gesagt, dass die auch die komplette Breite von Feld auch zugedeckt wird, dass diese Läufe in die Tiefe, was die sehr gut machen, dass wir die blocken. Weil sonst, ja, wir haben später voll Risiko gegangen, letzte Viertelstunde, ne? Aber es ist schwer gegen Austria. Ne? Austria
konnte das sehr, sehr schnell und klar bestrafen, weil die Qualität ist da. Bitte? Normalerweise würden Sie lieber mit der Viererkette spielen, oder? Ich habe komplette Woche auch beide Systeme spielen lassen. Und ich habe auch geguckt und habe ich mit meinem Trainerteam auch immer wieder analysiert, was passt die Mannschaft. Mein Wunsch ist was anderes, aber das, was ich habe und was ist möglichst umzusetzen. Und ich habe gesehen, dass ein oder andere tut sich schwer oder ein oder andere fehlt auf Position. Dann ist ein Flügelspieler jetzt viel leichter in dieses System zu spielen, außer als wenn man spielt in 4-2-3-1 oder 4-4-2. Deswegen, ja, ich hätte gerne auch einen Suttner. Ne? Der ist einfach fantastisch. Und ja, aber wir sind Admirana und wir werden versuchen, unsere Jugendlichen auch so auszubilden. Und ich finde, dass Cirkovic hat auch ordentlich gespielt, wie Hausiel auf die andere Seite, zwei junge Burschen. Ne? Mit denen werden wir arbeiten und versuchen, dass die eines Tages auch Qualität von den Suttner haben. Hannes, bitte. Wie ist dann die Standardstärke der Austria? Das war meiner Meinung nach die größte Stärke von der Austria, das ist mir die zwei Tore gefallen. Hat sich da überrascht oder hat die Zuordnung nicht gepasst bei den Toren? Man weiß ja, dass die Austria die Standards sind, jetzt gut sind. Oder war das noch eine mentale Blockade, dass man da nicht richtig steht? Ich finde, dass Art und Weise, wie die Eckbälle geschlagen werden, das ist einfach sehr, sehr, sehr gut. Die Bälle kommen, das sind die Brandbomben in 16. Da brauchst du nur Kopf hinzuhalten. Schwer ist, von der Abwehrspieler reinzukommen. Ausführung von den beiden Seiten von Austria, die waren sehr, sehr gut. Und wir haben auch drei Eckbälle oder vier, fünf Eckbälle. Ich glaube, unsere sind in Kniehöhe gekommen. Ne? So tief, ne? Das ist schon. Fragt man sich, hat einer gefrühstückt oder Mittagessen gemacht, kann er Ball mal höher bekommen. Ne? Leider haben wir nicht geschafft heute. Im Gegenteil zu Austria. Austria hat super Ecke geschlagen. Richtig, richtig brandgefährlich. Dass wir aufpassen müssen wir und können wir und das werden wir. Das ist ein Schwerpunkt, wo man arbeiten kann. Nur leider, wenn man kommt, so wie ich, am Dienstag, ne, dann schaffst du bis Sonntag nicht alle Schwerpunkte abzuarbeiten. Das ist unmöglich. Da musstest du auch sagen, was ist wesentlich, auf was gebe ich Wert. Ne? Natürlich, Standards sind auch, ja, aber muss man sagen, heute waren wir in diesem Bereich nicht gut. Maxi Breunig, beim ersten Tor dabei das zweite gemacht. Große Mentalität, die der Spieler hat. Ist das vielleicht, weil er noch unter Anführungszeichen ein bisschen unverbraucht ist, weil er das Ganze noch nicht so mitbekommen hat, wie es eigentlich schlecht gelaufen ist, er ist noch nicht so lange hier. Ist das ein Vorteil? Ich werde es so sagen, ich habe auch mit ihm gesprochen und ich habe ihn in die Woche gesehen. Ich habe ihn, vielleicht Sie kennen diese Spieler, das ist österreichischer Nationalspieler, unser Mann, Sascha Kalajdzic, er erinnert brutal an ihn. Das ist so von Bewegungsablauf, von Kopfball, von Spielstärke, von Lauffreudigkeit, von in viele Bereiche so erinnert an Sascha. Und wir wissen, wo der Sascha ist. Ne? Ja, Sascha ist jetzt Top-Stürmer in der Bundesliga, richtig, richtig guter Stürmer. Und jetzt haben wir Max, mit Max werden wir noch arbeiten. Das, was wir gesehen haben, hat er heute im Training bestätigt, im Spiel bestätigt. Aber das waren die Eindrücke von Training. Von da aus, ich freue mich wirklich vor ihm. Für mich war keine Überraschung, sondern Bestätigung. Und das, wie Austria reagiert hat, dass die zweite Halbzeit immer mit zwei Mann vor ihm gestanden sind, dass er nicht zum Kopfball gehen kann, das ist Zeichen, ja, wie stark er war, wenn man zu zweit gedeckt wird. Aber ja, guter Mann. Überrascht Sie davon, wie wenig überhaupt? Der Marktschatz hat noch nie ein Debüt verloren. Ist das der politische Effekt? Ah, bitte nicht, bitte, das ist, kommen Sie nicht mit dieser, ne? Das weiß ich nicht. Ja, okay, danke. Dankeschön, aber ich freue mich für Mannschaft, ich freue mich für Team. Es waren die schweren Zeiten für Team und ich finde, Mannschaft hat das mal verdient. Deswegen, es geht voller Lob an Team, an Mannschaft. Bitte.
ein schönes Schlusswort, oder? Würde ich sagen. Okay. Gut, dann danke.